Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und ja, weiter geht's. Nachdem wir eben dem Alien so gerade entkommen sind. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss mal gerade gucken, was überhaupt Aufgabe ist. Ah ja, wir müssen zu Taylor kommen. Genau. Nachdem wir das medizinische Equipment erhalten haben. Strom wiederherstellen. Ich liebe es. Haben wir es jetzt hier mit so ein paar Plünderern zu tun auf der Sevastopol? Okay. Das Alien ist auch nicht weit. Wow, okay, es muss hier direkt über uns sein. Okay, die haben mich nicht gesehen. Ich könnte für eine Zigarette töten. Ah, dann töte mal für eine Zigarette. Boah, dieses Gerumpel. Wir schaffen das schon. Ich will in diesen Schacht nicht rein. Ich fürchte fast, dass ich muss. Ganz leise. Mal die Taschenlampe ausmachen. Achso, das Video ist jetzt übrigens in... Manche kommen also davon. Wenn wir sehen, rennen wir. Mahoney, zum Glück. Wir wurden angegriffen. Plünderer. Okay. Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid leicht beim System- und Synthetenlager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben da einen Bedarf an Ruinen an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen soll. Ja. Ich weiß halt nicht, wie clever das ist, hier in den Schächten rumzuklettern. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Ich finde es lustig, dass die auch überhaupt nicht auf dieses Gerumpel von dem Alien reagieren. Was ja doch recht laut ist. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Ruhe. Ich habe da drüben was gehört. Alles in Ordnung. Fehlalarm. Okay. Das ist die Frage. Schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Komme ich hier so vorbei? Psst. Ich habe was gehört. Bei uns läuft es nicht so gut und sie machen es nicht gerade besser. Verschwinden Sie. Halten Sie sich von uns fern. Tue ich. Oh, ich glaube, die lassen mich tatsächlich in Ruhe. Das ist ja schön. Okay. Ah, Synthetenflüssigkeitswerk. Okay. Oh, nee, ich glaube, die lassen mich nicht in Ruhe. Hm.
Dann müssen wir das wohl nochmal machen. Da könnte noch mehr sein. Schießt einfach auf alles, was sich bewegt. Ist doch alles total verrückt. Reiß dich zusammen. Die haben ihn einfach getötet. Und jetzt sind die auch tot. Also beruhig dich einfach. Also was ich sicherlich machen könnte, ist denen das Alien auf den Hals hetzen. Das Alien fegt einmal durch den Raum und dann ist alles ganz schick. Und das Problem ist, dann ist das Alien erstmal auf der Jagd und ich weiß nicht, ob das dann von selbst wieder verschwindet. Wir wurden angegriffen. Und ich bin gerade froh, wenn's, dass es eigentlich gerade nicht da ist. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Ihr seid leicht beim System und Befehlslager. Da gibt's genug für eine Reparatur. Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Wir haben einen Bedarfsandroiden an. Ist der wahnsinnig? Peterson will wissen, ob du wahnsinnig bist. Diese Dinger greifen jetzt Menschen an. Sie sind harmlos, außer man unternimmt etwas Ordnungswidriges. Mit einem Androiden im Lager zu sprechen, sollte in Ordnung sein. Er wird wissen, wie man den Aufzug repariert. Okay, Francis, Ende. Arschloch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Alter, jetzt geh doch mal weiter. Na komm. Komm schon. Aber ich muss es doch durch den Schacht probieren. Ich meine, gut, jetzt leuchtet der Bewegungsmelder natürlich auf wie ein Christbaum. Oh, dass ich euch gefunden habe. Lalalala. Ich will eigentlich nicht durch diesen Schacht durch. Das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Da stellen sich bei mir schon wieder die Nackenhaare auf. Dieses Gerumpel. Ich glaube, wir müssen für eine Zigarette töten. Das ist ja schön für dich. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie, aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ach naja. Ich hab gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft? Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Dann halt's Maul und lass mich nachdenken. Ich werde hier nicht verrecken. Auf keinen Fall. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Ja. Puh. Also die Explosion haben die registriert, aber gut. Die war jetzt auch nicht so schwer zu registrieren. Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Ach, hör doch auf! Wir schaffen das schon. Okay, nehmen wir mal mit. Kann ich eigentlich noch irgendwas Lustiges craften? Zum Beispiel eine Rohrbombe geht nicht. Medikit könnte ich craften. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Puh. Oh. Ich hoffe, das Vieh kommt hier nicht irgendwo. Hier gibt es nämlich keine... keine Sachen, um sich zu verstecken. Zumindest habe ich keine gesehen.
So, okay, fehlerhaft, freigeben. WY sind Jahre voraus. Ach, Weyland Yutani, okay. Bericht Cynthia, Leiter des der Synthetenentwicklung. Habe soeben Baupläne für den 120-A/8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unserem Maulwurf zahlen, aber Seekson wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Weyland Yutani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und alle ihre Ableger sind uns Lichtjahre voraus. Ihr bricht Synth. Ich habe mir Ihren Bericht über die Weyland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000 Dollar Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Ramson Ende. So. Okay. Ja. Offenbar waren da einige so ein bisschen industriespionagemäßig bei Weyland Yutani unterwegs. Schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Ach, von mir aus könnt ihr alle drauf gehen, wisst ihr das? Ah, hier ist noch eine Speicherstation. Und immer noch keine Versteckmöglichkeiten. Aber ich werde jetzt hier erstmal speichern. Was? Oh, jetzt habe ich gleich auf Nein geklickt. So. Okay, privat. Hiwi-Geschwafel. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht anbeißen. Herzlich willkommen, meine Herren. Willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf unserer Tour ist der Systech-Turm mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigen die Apollo-Synthöten eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann? Kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Synthetenreparatureinheiten ist. Ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne weit teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert. Meine Herren, so sieht die Zukunft aus. Morgen gemeinsam. Lagerinventar. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch. Synth. Okay. Gültige Datei, ungültiger Pfad, okay. Das System ist, glaube ich, ziemlich im Arsch hier. Bin froh, dass ich euch gefunden habe. Okay. Jetzt haben wir uns erfolgreich um die rumgeschlichen. Da ist was oben in der Tür. Okay. Ausgang zum Warenlager. Ach nee. Oh, wow, 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 wow. Seinen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Ich will ihn aber nicht einschalten.
Das ist schon gruselig. Okay. Schaffen Sie Zugang zum Warenlager. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Alles klar. Strom wiederherstellen. Super. Und wie mache ich das? Und hier sind auch noch voll viele drin, hier. Da ist so ein Typ. Ah. Erstmal speichern wir nochmal. Haben wir tatsächlich ein bisschen Fortschritt gemacht. Sprengkapseln kann man auch immer gebrauchen. Oh, blödes Vieh. Ich war nicht ganz mal immer ganz froh. Ist da nochmal mit Menschen zu tun zu haben als Gegner. Sensor. Oh, hier muss es ziemlich kalt sein in dem Raum. Ach, hier ist auch noch eine Speicherstation. Dann speichere ich hier nochmal. Wer weiß, was jetzt gleich passiert. Irgendwie keine Verstecke. Na? So, das ist das. Das. Ja, das. Und das. Moment, vielleicht sollte ich nochmal speichern. Ja, da bin ich ein kleiner Schisser. Ja, ihr könnt mir mal Feedback geben, wie euch das... Wie bitte warten? Was passiert? Es kommt jetzt bestimmt irgendein tolles Event. Aber hier gibt's auch noch was. Aber wie gesagt, ihr könnt mir mal Feedback geben. Wow. Okay. Wie ihr das mit den... ...60 FPS so findet, falls ihr es euch denn in 60 FPS anschauen könnt. Das kann nämlich auch nicht jeder. Das ist nämlich das Blöde da dran. Okay, da ist irgendein Giftgas-Ding. So, das... Hui, das war aber knapp. Weil das geht nämlich, soweit ich weiß, im Moment jedenfalls nur mit dem Google Chrome Browser. So, gucken wir mal, was hier noch gibt. Bedarfsandroid. Spedding, jetzt wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selber mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich sturzbesoffen in Gillens Bar. Sie wollen das vielleicht... Sie wissen das vielleicht schon, aber für Sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist.
Uiuiui. Ah nein, ich wollte es noch weiterlesen. Das nehmen wir aber auch mal mit. Oh. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Spedding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben tausend andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spedding eine Priorität sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Job ist leicht. Ich kann ohne nachzuschauen sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind. Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich nur in Ruhe lassen. Chief. Letzte potenzielle Käufer. Ach, Smythe heißt das. Sie wussten ganz genau, dass die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50%igen Anteil und ich will gar nicht wissen, was es für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenstilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Sie Idiot. Na denn. Ja, gut. Würde ich sagen, mache ich aber an dieser Stelle auch mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Alien Isolation. Bis dahin, tschüss!